So, ja, hallo liebe Freunde, willkommen in dem, zu dem ersten Weihnachts-Advent-Spezial, also Weihnachtsspezial. Dachte mir, mache ich mal zu jedem Advent ein kleines Video, besondere Sachen, sag ich mal. Also jetzt sieht man hier Spiel Santa Claus in Trouble, das ist so eine Art Standard-Weihnachtsspiel. Das kann man sich umsonst bei Chip runterladen. Das ist eigentlich an sich ganz niedlich. Das gibt es schon sehr lange. Und ja, man spielt halt den Weihnachtsmann. Und ja, was soll man sagen? Nicht wundern, ich habe hier jetzt... Okay, man sieht sowieso nichts, aber ich komme gerade aus der Dusche. Das ist mir jetzt auch scheißegal. Ja, was laber ich hier eigentlich? Ich sehe wahrscheinlich auf dem Kopf aus wie so ein... Weiß ich nicht, aber egal. Ja, also es wird zu jedem Advent ein Video kommen. Die anderen drei Videos werden dann Real-Life-Videos werden. Heißt, man sieht nur mich. Also es geht da nicht um Spiele. Das hier war jetzt so, weil es passte mir und ich wollte das eigentlich so machen. Und ja, ich will jetzt gar nicht so viel schnackeln. Ich will jetzt eigentlich anfangen. Man hört auch schön die Weihnachtsmusik. Ich muss jetzt erstmal gucken. Neues Spiel. Ja, klar, was sonst? Level 1. Wie rennt man nochmal? Rechte Maustaste, linke Maustaste, springen. Genau, so war das. Ja. Ah, das kenne ich noch. Das haben wir ganz früher immer in der Schule im Computerraum gespielt. Weil das war halt einer der Spiele, ja gut, umsonst, 10 MB groß und hat keine Anforderungen. Das können die alten Scheißdinger aus der Schule halt abspielen. Und ja. Jo, gibt's Weihnachtliches zu berichten, Winterliches, an sich schon, also, ne, bei uns schneit's hier wie Scheiße, zum Teil, momentan jetzt, und, ja, Plätzchen backen kommt noch, wo ich da gerade dränke, nee, da mache ich kein Video von, das ist auch, finde ich eher uninteressant, aber, naja, es gibt manche Leute, die sich sowas gerne angucken, gucke ich mir eigentlich auch an, kommt drauf an, von wem, und ja, zumindest ich habe ja schon die ganzen Sachen geplant und ja, dabei bleibt es dann auch. Ja, also man schnallt das Spielprinzip sofort. Es ist einfach nur ein pures Jump'n'Run-Gedöns hier. Und ja, man sammelt hier diese Pakete. Man kann die auch theoretisch liegen lassen, nur ich sammle jetzt einfach mal alles, weil ich es kann. Deswegen. Also, ne? Ich hab ja Skill. Also, wer das Spiel haben möchte, gibt's bei Chip. Ich mach den Link in der Beschreibung. Ist 10 MB groß. Also, das kann man sich ziehen. Was ich, ist ein nettes Kinderspiel oder wenn man mal Langeweile hat. Ist ganz witzig dafür, dass es umsonst ist. Ist von 2002. Hat auch eine Auflösung von 800x600, aber naja, gut. So, hepp. Das ist eigentlich recht einfach. Wie man sieht, sind die Level sogar recht groß, also hat man auch genügend Zeit für. Ich dachte, dass ich unterschätze gerade die... Uiuiuiui, das ist manchmal knapp, leck mich am Arsch. So, ach da, Jesus, Gott. Ich bin nicht gläubig, aber egal. So, ach, ein Checkpoint, den sammeln wir mal gerade ein. Fuck. wo bin ich denn? Ach so, jetzt bin ich wieder hier. Halt, aber auch diese verkackte Pisssteuerung mit einer Maus. Man kann es auch mit einer Tastatur spielen, aber dann kann man, glaube ich, ein bisschen schlecht zielen. Aber gut. Das ist so ungewöhnlich halt auch. Also wenn man irgendwie trainieren möchte, mit einer Maus umzugehen, den kann ich das Spiel nur empfehlen. Ja, genau. Naja, haben es ja jetzt dort geschafft. Gut, ich spiele das... ist jetzt ohne Scheiß. Ich habe das bis jetzt in Folge von ein paar Jahren gespielt. So einmal Weihnachten, zack, Santa in Trouble, einmal zocken.
weil ich das halt auch schon als Kind gespielt habe. Das ist... Ach, 2002, Alter. Wie alt war ich da? Ja, okay, zu dem Zeitpunkt jetzt wahrscheinlich noch nicht. Da war ich gerade mal 7. Aber, gut. So, haben wir die Pakete. Eigentlich dürfte ich jetzt nicht mehr abkacken. Sonst... Ja, wir haben alle. Zack, Butz, ne? Schön. Da freut man sich. Freut der Onkel Leroy sich hier. Ja, verbliebene Zeit, was auch immer. Level 2. Und, oh, da gibt es sogar Gegner. Ich weiß gar nicht, wie viele Level es insgesamt gibt. Jetzt gibt es zumindest noch mehr Pakete. Und, ne, man kriegt nicht mehr Leben. Oder man kriegt eins dazu, sehe ich gerade. Ah, ich werde sowieso nicht weit kommen, weil ich bin so mies. Drin. Killt er? Ja, der killt mich nur durch Berührung. Gut. Ja, also, damit muss der Weihnachtsmann natürlich auch immer rechnen, mit so komischen Lebewesen, die, auf steinernen Böden rumrennen. Die Location verstehe ich sowieso nicht ganz, aber naja, gut. Head all the way. How I find the... Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Naja, wie auch immer. Auch das ist ja glatt, Mensch. Hätte ich ja nicht erwartet. So. Ein Checkpoint. Haben bis jetzt in alle Pakete, das ist schon mal ganz schön. Haben wir doch, ja, haben wir. Heilige Nacht. So, hops, 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 hops. Also, ja, die weiteren Videos, die kommen werden, wie gesagt, sind Real-Life-Videos, heißt, es geht da jetzt nicht direkt um Spiele, es geht einfach so um, ja, Privates, kann man, ja, kann man Privates nennen. Also, ich kann so viel sagen, es wird Musik geben. Musik, ja. Und es wird unterhaltsam in einem großen Format, also... Ich weiß jetzt nicht, ob man sich darunter was denken kann. Was ist das denn für eine Hundescheiße? Ja, ich weiß, toller Ausdruck. Mir ist aber spontan nichts anderes eingefallen. Ist hier eigentlich irgendwas drauf? So. Leck mich am Sack, du. Hilfe, Jesus Christus. So. Dann müssen wir jetzt hier lang. Gehen wir jetzt nach unten oder gehen wir nach... Achso, das ist hier... Gut. Dann machen wir das so. So, so kann man auch springen. Ja, Doppelsprung, zack und dann... Also, ja, fällt mir auch noch gerade ein. Habe ich gar nicht erwähnt. Das Video kommt ja jetzt ein bisschen spät. Das liegt ganz einfach daran, da kam ich noch nicht auf die Idee, sowas zu machen. Ich hatte zwar sowas im Hinterkopf, aber habe mich noch nicht letztlich entschieden, was ich mache. Und dann, ja, ist einiges dazugekommen. Ja. Deswegen ist das ein bisschen spät, aber seid mir nicht böse. Ich denke mal, es ist ganz nett vielleicht. Ach so, hier ist noch einer. Gut. Guten Tag. Klaus Günther. Ach, und... ich hab noch ein Leben. Gut, ich hab noch ein Leben. kein Bock hier abzukacken. Also, ich... das ist ja eigentlich logisch. Ich habe das ja auch schon mal gesagt, aber nochmal so. Ich werde selbstverständlich nächstes Jahr... Wenn es dann rauskommt, Amnesia 2 natürlich Let's Playen. Ganz klar, ist so, dann steht so als erstes auf meiner Liste nächstes Jahr, was so an neue Projekte kommt. Ganz klar, werde ich auch suchen wie sonst was eigentlich. Weil es ist einfach, ja, geil, ne? Was soll ich denn hier machen? Ja, zumindest genau dazu wollte ich Folgendes sagen. Das Ganze wird auch so über so eine Facecam passieren.
Weil es ist einfach viel geiler. Also Amnesia an sich schon Let's Playen ist cool und es ist fast ein Standard, sich bei Amnesia aufzunehmen. Und ein Facecam ist eigentlich immer, finde ich, ganz nett. Und ja, zu Amnesia gerade, wenn man sich erschreckt, ist es sehr schön, sich das dann anzuschauen. Vielleicht werde ich ja auch mal dann, hatte ich zwar schon mal, dass ich so ein bisschen wütend war, aber so einen richtigen Ausraster hatte ich, glaube ich, noch nicht, also durch Wut. Also ich hatte das jetzt auch mal, wo ich richtig rumgeflucht habe und habe mich aufgeregt, extremst. Aber noch nie gehabt, dass ich mich so richtig aufgeregt habe, weil, gut, ich könnte das künstlerisch machen, also künstlich meine ich, nicht künstlerisch, sondern künstlich, aber was bringt denn das? Man merkt es höchstwahrscheinlich und, ja, das hört sich dann ein bisschen anders an. Naja, das Spiel muss erstmal rauskommen. Verpiss dich. Danke. So, sammeln fleißig Geschenke. Scheiße, komme ich hier wieder hoch? Nein, geil, mir fehlt ein Paket. Gut, dann kann ich die anderen jetzt gleich weglassen. Ist dann auch Latte. So, komm mal da weg. Ach, das sind Trolle oder so. Die sehen zumindest so ähnlich aus. So. Ja, sehen aus wie Trolle. Komm, Troll sehr nah. Was ist da? Nichts. Gut. Gut, den ganzen Scheiß kann ich ja liegen lassen. Bringt mir nichts. Da hören die auch irgendwann mal auf. Oder soll ich da drüber springen oder was? Gut, drüber springen. Da soll man lang. Ich gehe aber hier lang. Um mal das extra live zu holen. Logischerweise. Gut, haben wir 4. Alle hopp, alle hopp. Ja gut, das ist jetzt sehr easy, also bitte. Ein paar Sachen sammle ich jetzt auch noch ein, so auf dem Weg. Was zum... Alter, der hat mich doch gar nicht berührt. Verarschen oder was? Leroy, denk dran, das Spiel ist alt, das läuft nicht so, wie du es dir vorstellst. Bestimmt nicht. So, ja, komm. Dankeschön. Du Sack. Wieso? Hat er noch nicht den Boden berührt? Ja, das war dann ein Doppeljump oder so ein Scheiß. Alle. Und jetzt noch hier rüber und hier rüber. Was so? Fell. Na, der dreht sich ja auch gleich nicht um. Ach so, okay, das geht noch ein ganzes Stückchen hier weiter. Gut, ich versuche jetzt nicht drüber zu springen. Das wird sowieso dann scheitern, aber naja. So. Jupp. Gut, super. Komm da weg. Mongo. So. Und geschafft. Level geschafft, jo. Level 4. Also es geht auch um einiges weiter. Ich spiele das jetzt natürlich nicht durch. Das geht noch viel zu lange. Hast du nicht gesehen? Man kann nicht auf diese Häuser drauf springen. Nö, man fällt durch. Logisch. Ja, was soll ich sagen? Also es war jetzt eigentlich nur so eine Fülllücke und ein Ankündigungsvideo. Weil das was andere, was kommt, ist dann schon ein bisschen cooler und besonderer, das ist ja... Naja, wie auch immer, Crazy Junkie Games und bis zum nächsten Mal. Tüdelü. Ja, okay, das spiele ich jetzt auch nicht weiter. Komm, mach aus.